outside, and the night is cold. Everyone's lighting candles in. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und der Kameramecher hinter der Kamera freut sich, mhm. Den Weihnachtsmann gerade. Genau, weil bei Sturm und Regen, egal, wir machen nämlich heute hier die Außenterrasse, beziehungsweise Terrasse. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Weihnachtsdeko funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Wir machen das heute ein bisschen anders, Micha, oder? Ja. Mhm. Wie denn? Genau. Sonst haben wir immer alles vorgestellt und präsentiert. Und da der Regen wirklich ein bisschen stärker geworden ist und wir aber unbedingt mit euch die Terrasse machen wollen, fangen wir einfach an, würde ich sagen. Und wir hoffen, es ist nicht zu laut, weil wir haben hier eine Markise. Weil wir würden gerne irgendwann ein schönes Holzdach mit Glashimmel haben. Aber nein, wir haben hier noch eine Markise und das hört man natürlich. Und ich würde sagen, wir fangen an. Der Sturm ist da, der Regen ist da und wir fangen trotzdem an, oder? Ja, ich hoffe, wir schwersten Bedingungen heute. Wirklich, richtig Schiedwetter hier oben im hohen Norden. Also, jojo, aber wir machen weiter und ich würde sagen, ich fange nämlich an mit den Pflanzen und ich halte das einfach mal hoch. Was ich nämlich habe, sind einiges an kleinen und etwas größeren Tannen. Zuckerhut, Pinus habe ich hier und auf alle Fälle kleine Gautherien, um ein bisschen weihnachtliche Stimmung in Rot hierher zu bringen. Und natürlich die Christrosen, die haben wir auch vorne am Eingang und die habe ich jetzt im kleineren Topf, finde ich sehr, sehr schön. Und auch hier ganz niedlich die kleinen Knospen, die hier hochkommen und die kommen danach natürlich auch zu uns in den Garten, so wie alle anderen Sachen auch. Und ich würde sagen, weil alle Töpfe, die wir haben hier die Weidentöpfe, die habe ich eigentlich auch gelassen. Da sind noch Gräser drin. Ich weiß nicht, ob man die, guck mal, kann man die Zinkwanne sehen, Micha? Ja, finde ich, ist gerade, genau, da sind Gräser, da habe ich das Laub gerade abgemacht und die Kürbisse raus. Und ansonsten überall, wo jetzt ein bisschen Platz ist, pflanze ich hier einfach ein paar Tannen, Gautherien und Christrosen ein. Jetzt haben wir wirklich überall, ne, Gautherien, Christrosen und kleine Tannen reingemacht. Hier habe ich jetzt auch noch mal dieses Moos schön mit reingelegt. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und wir möchten es sehr natürlich. Und ich würde sagen, Micha, ich gehe schon mal zu den Kisten und stelle dieses hier schon mal dahin. Was ich vorab schon gemacht hatte, weil es so tierisch geregnet hat. Ich habe das alles einmal eben mit dem Feger hier ein bisschen sauber gemacht, weil wir sind hier zwischen ganz vielen Bäumen und wir haben hier immer sehr viel Laub. Und guck mal hier auch die kleinen Zuckerhuttannen. Die kann man jetzt natürlich hier in den Zwischenräumen auch nochmal super mit rein dekorieren. Den großen hier mit der Gautherie und Christrose kommt da oben. Und hinten am Gartenzaun, da haben wir die großen Tannen. Da kennt ihr, da haben wir, glaube ich, die Gräser hinten eingeht. Da hast du doch die Äste abgeschnitten. Ja. Genau, um aufs Feld zu gucken. Und da habe ich mir jetzt ein bisschen was abgeschnitten von der Tanne. Und die lege ich mir hier jetzt so zwischendurch einfach in unsere Kisten mit rein. Weil wir wollen eine ganz natürliche, schöne Weihnachtsdeko.
Und hier möchte ich jetzt diesmal zum Winter auch ein bisschen sparsamer sein mit der Deko und werde hier haben wir jetzt nochmal so einen Outdoor-Kerzenständer. Ich finde, der passt hier unten ganz gut rein. Dann haben wir hier nochmal unser Holzwindlicht mit der elektrischen Echtwachs-LED-Kerze. Haben wir auch immer draußen. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe zu Micha gesagt, irgendwas fehlt doch hier, oder? Genau, und zwar aus dem Keller. Natürlich, da habe ich einmal hier diesen Holzelch. Finde ich auch richtig, richtig schön. Passt natürlich. Ach, ich finde, das können wir einfach hier hinterstellen. Hier haben wir jetzt den Ziegel. Da habe ich auch noch einen Pinus eingepflanzt. Hier ein wunderschöner Naturkranz. Und ich würde sagen, guck mal, alles sehr, sehr holzig. Und auch hier kann man die natürlich wunderbar in die Zwischenräume stellen. Den hier oben nochmal, passt auch ganz gut mit der Christrose. Was hier mit der Natur natürlich sehr gut passt, finde ich auch sehr schön, oder Micha? Die sind, oder gibt es auch auf Hof Oelkers, das sind diese Terrakotta-Töpfchen in diesem Herzgestell, finde ich total schön. Und dann nehme ich jetzt einfach mal, ich hoffe man sieht das Moos und lege mir das hier oben einfach so rauf. Guck mal, und die habe ich noch gefunden. Die sind doch auch niedlich, oder? Hier so ein kleiner Engel am Stab. Ja. Den kann man jetzt auch noch ein bisschen einkürzen. Und dann kann man die hier nämlich wunderbar mit reinstecken. Und auch die passen jetzt hier super in die natürliche Holzkisten-Tannendeko mit rein. Drei kleine Steckerchen habe ich tatsächlich noch gefunden. Und guck mal, wie niedlich. Also das finde ich, das passt jetzt wirklich hier super rein. Und die letzten, guck mal, können wir auch noch hier reinstecken in den anderen Topf. Und einen machen wir noch hier mit rein. So einen Holzweihnachtsmann haben wir. Den stelle ich hier einfach mal, finde ich, so ein bisschen an die Seite. Da ist auch noch die Kugel, die Holzkugel, die wir mit den Sukkulenten bepflanzt haben. Die ist hier sehr, sehr geschützt. Und jetzt nehme ich hier, guck mal, ich habe hier sogar noch meine Tasche mit den Lärchenzweigen. Und ich finde, die kann man nämlich jetzt hier wunderbar, das sind noch die Reste. Und die kann man jetzt hier mit super reinlegen. Und auch nochmal sehr natürlich mit ausdekorieren. Was ich gut finde, das sind hier diese Baumpilze. Ich wurde ganz oft angeschrieben, wo ich die her habe. Das sind ganz normale Baumpilze, findet man das ganze Jahr im Wald. Ansonsten auch im Internet gerne mal gucken. So, und die ich jetzt hier habe, die lege ich hier auch einfach nochmal so mit dazu. Every child got their hearts been... So sieht das aus, wenn man die Wälder plündert. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank an meine Kollegin, die hat mir einen ganzen Sack Zapfen nämlich mitgebracht. Der ist so schwer, den konnte ich kaum tragen. Und diese Zapfen, die mache ich hier jetzt einfach in dieses Drahtgestell mit rein. Und ich finde, sowas geht immer. Vielleicht sogar noch ein bisschen Rinde. Aber ich finde, das reicht. Und auch dieses stelle ich mir hier einfach nur so hinten in die Ecke rein. Und das sieht natürlich wunderbar aus, wenn wir nachher die Lichterketten hier mit einarbeiten. Dann hat man hier überall so ein bisschen Natürlichkeit. Man kann jetzt auch die Zapfen noch hier überall mit eindekorieren. Und guck mal, alles Sachen, die man wirklich überall in der Natur finden kann. Und guck mal hier, einfach so eine Handvoll, Micha. Und dann hauen wir die hier einfach mal in die Kiste mit rein. Und ich finde das wunderschön. Also es ist so richtig schön natürlich. Wir haben uns schon ganz warm gearbeitet, ne? Aber der Regen, du nicht. Ach doch, so ein bisschen bist du schon mit dabei. Aber ich finde, ganz ehrlich, also ich mag ja dieses Gold-Silber und diese Sterne finde ich richtig, richtig gut. Und komm, da wir ja so viel Natur haben, das kann man so lassen, finde ich richtig klasse. Aber ich finde, so ein bisschen Glitzer, ich muss manchmal auch ein bisschen Glitzer haben. Und da kann man jetzt natürlich gerade hier hinten in den Kisten, da die ja auch alle sehr dunkel sind, einfach mal so ein paar kleine Glitzer-Highlights mit einbauen. Und das werde ich jetzt hier noch mal eben machen. Guck mal, hier haben wir noch so einen großen und auch der passt doch wunderbar. Und die kommen jetzt hier noch mal eben mit rein. Und das kann man jetzt in allen Töpfen machen und das werde ich jetzt auch tun. Ich fange jetzt hier oben schon mal an und auch hier stecke ich mir einfach überall so ein paar Zapfen mit rein und ich finde, das sieht doch klasse aus. Und auch die ganzen Weidenkörbe, die wir jetzt gerade eben noch bepflanzt haben mit den Tannen und so, da fange ich jetzt auch an und werde auch hier einfach die Zapfen und ich glaube, die Zapfen werden wir heute wirklich mit einarbeiten können, einfach hier mit reinmachen. Yes, it's crazy.
Christmas. Und dann vielleicht noch mal so ein Moosstückchen da noch mit drauf oder hier vorne. Und dann fügt sich diese natürliche, ja, fügt sich das doch wunderbar mit ein. Jetzt kommen wir doch wirklich hier in Weihnachtsstimmung, oder? Ja, muss ich auch sagen. Also ganz toll. Und guck mal hier dieses Rostwindlicht, was wir nämlich haben. Auch das werde ich hier mit unserem Moos ein bisschen verkleiden. Einfach nur ein bisschen außenrum. Und in der Mitte kommt wie immer die LED-Echtwachskerze. Genau, und die geht dann immer jeden Abend an um dieselbe Uhrzeit und auch wieder aus. Und hier haben wir jetzt auch diese Natürlichkeit. Und hier mache ich jetzt einfach so einen Dreierpulk. Guck mal hier mit den Zapfen. Und den stelle ich noch ein bisschen davor. Und auch da kommen jetzt noch mal eben Zapfen. Und was ich noch habe, Roststecker. Guck mal, die Rentiere, die habe ich zweimal. Und ich finde, auch die passen doch wunderbar hier mit rein. Guck mal, jetzt könnt ihr hier nochmal die ganzen bepflanzten Körbe sehen, die wir ja im Herbst bepflanzt hatten. Also nochmal so ein kleines Feedback. Das ist wunderbar und das passt auch toll. Aber auch hier, ich habe nur eine Heide rausgenommen und werde auch hier jetzt auch nochmal so ganz pauschal so eine Handzapfen mit reinlegen. Hier auch. Und da kommen neue Batterien. Und auch hier in unserer Zinkwanne habe ich noch einen Roststecker ja gehabt. Den habe ich da reingemacht. Da habe ich jetzt einen Zickzackbaum reingemacht. Fand ich auch ganz niedlich. Und ich finde, Zapfen rein. Licht kommt nachher an. Wir machen nachher noch einen Film, wie es denn im Dunkeln aussieht. Und ich würde sagen, auch diese Seite ist fertig. Jetzt gehen wir nochmal rüber. Weil vielen Dank, Carmen und Kalle. Dieses tolle Rostwindlicht habt ihr uns geschenkt. Und das passt hier natürlich super auch zur Wand, finde ich. Ist ganz, ganz toll. Und da habe ich jetzt den anderen Korb drauf gemacht, der war jetzt noch übrig. Hier unten habe ich so eine Pflanzschale, die ist auch immer perfekt. Die ist auch noch mal übrig und da kommen jetzt noch ein paar Zapfen rein. Komm, ein paar Reste haben wir noch, eine kleine Tanne und ein bisschen Moos und dieses tolle Ding, das hatten wir bepflanzt mit den kleinen Heidetöpfchen, genau. Die habe ich nämlich gerade eben rausgenommen und ich werde jetzt hier meine Tanne nehmen, den kleinen Zuckerhut und ja, das wird etwas knapp. Ich versuche jetzt hier ein bisschen das Wurzelwerk aufzubrechen, so ganz leicht, die ist auch schön feucht, das geht auch. Und werde mir das jetzt hier an die Seite einfach mit einpflanzen. Mach die Erde schön rundherum. Und den ganzen anderen Rest, den werde ich hier mit meinem Moos jetzt verkleiden. Ganz natürlich. Und da wir ja heute wirklich viel mit Rost haben, guck mal, die beiden Krönchen, finde ich, passen auch wunderbar jetzt hier rauf. Und hier kommen dann einfach nur so Teelichter rein. Oder man kann auch kleine Stumpenkerzen nehmen. Finde ich sehr, sehr niedlich. Und das bleibt nämlich jetzt so bei uns auf der Terrasse stehen. Ihr könnt jetzt einfach mal gucken. Vielleicht, ich denke, man kann hier noch so kleine Zapfen hier überall mit reinschmeißen. Und ja, ich finde, das sieht doch schon mal schön aus, weil das kommt nämlich hier zu uns auf den Tisch. Und guck mal, das ist doch schön. Also, was ich jetzt noch gefunden habe, was ich richtig klasse finde, das mache ich mal eben auf. Bevor ich jetzt nämlich weitermache, noch mal ein kleines Feedback. Und zwar, hier hinten haben wir den selbstgemachten Baum mit den Lärchenzweigen. Also die sind wirklich, ich glaube, den hatten wir 3 Wochen ungefähr drinne. Und jetzt einige Zeit hier draußen und er sieht wirklich, wirklich noch gut aus. Na, ich würde sagen, gute 2 Wochen war er drinne. Also den haben wir uns hier reingestellt, den kann man auch von drin sehen. Ja, das kennt ihr ja auch, den Kranz hier. Also das sind alles wirklich Sachen, die wir nun im Herbst vom Sommer an gemacht haben. Im Sommer hatten wir hier dieses Windlicht, das kaputte gemacht mit den Sukkulenten. Auch das ist noch wunderbar. Das steht auch immer bei uns hier draußen auf der Terrasse. Und guck mal hier, das mit den Heidekränzchen. Das war auch so schön hier in der Suppenschüssel. Und da werde ich jetzt nämlich die Kürbisse wegnehmen und werde hier diesen Roststecker oder Rostdeko mir einfach nur hier einmal so rumlegen. Und damit das hier alles so ein Look ist, nehme ich einfach hier die Amaryllis
und stelle mir die jetzt hier vor. Das Herz habe ich weggemacht und guck mal, ich habe jetzt hier auch noch diese ein eigentlich nur noch. Jetzt guck mal, ein Apfel und den lege ich mir einfach hier mit rein. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ihr Lieben, und wenn wir euch heute auch mit diesem Deko-Thema inspirieren konnten, dann freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch. Folgt uns auch gerne auch auf Instagram und Facebook. Hier unten findet ihr die Links und auch den Link zu unserer Webseite, weil dort findet ihr auch teilweise wirklich die Deko-Artikel, die wir hier verwenden. Genau, stöbert doch einfach mal. Und wir freuen uns auf die Tage wieder mit euch, für euch zu dekorieren. Ich sag bis bald. Wir umarmen euch, wir drücken euch. Eure Conny und euer Micha, euer Kameramann, freut sich auch. Ganz genau. Ganz genau. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss. All snow is falling down. All the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing. Merry Christmas to you.